Heute zeige ich dir die gängigsten Akkordsymbole für 3- und 4-Klänge. Hallo, hier ist Christian Konrad von gitarrenvideounterricht.de. Immer wieder gibt es Verwirrung mit den Akkordsymbolen bei der Gitarre. Also wenn da steht C, Dreieck, 7, was ist gemeint? Das Problem ist, dass es keine einheitlichen Schreibweisen für die meisten Akkorde gibt und man muss also mehrere Akkordsymbole für einen Akkordtyp kennen. Man lernt das über die Jahre, wenn man eben nach verschiedensten Noten spielen musste. Ich habe heute einfach mal die gängigsten Akkordsymbole für die 3- und 4-Klänge zusammengefasst, auch in einer Übersicht, einer Tabelle, die du dir herunterladen kannst, und ich zeige es hier einfach mal, ich gehe es einfach mal mit dir durch auf die Schnelle, damit du in der Lage bist, nach Leadsheets zu spielen, ohne dass du irgendwelche Akkorde falsch spielst oder überspringen musst. Wenn du neu hier bist, möchte ich dich auch darauf hinweisen, abonniere doch meinen Kanal. Von mir gibt's regelmäßig neue Videos mit ergänzenden PDFs und mehr. Also es lohnt sich, meinen Kanal zu abonnieren und du bist immer informiert, wenn es was Neues gibt. Ich zeige die ganzen Akkorde heute mal vom Grundton C aufgebaut. Das können sich die meisten am besten vorstellen. Und wir fangen auch gleich an mit dem einfachsten Akkord, das ist C-Dur. Bei Dur-Akkorden sind sich alle Bücher im Grunde einig, ein Dur-Akkord wird im Akkordsymbol einfach mit einem Großbuchstaben bezeichnet. Also großes C, großer Buchstabe C heißt C-Dur. Der C-Dur-Akkord besteht aus C, E und G. C, E, G. Man könnte auch sagen Grundton, große Terz, Quinte. Bei Moll gehen die Probleme schon los, denn für Moll gibt es kein einheitliches Akkordsymbol. Das gängigste ist großes C, kleines M für Moll. Es gibt aber auch großes C und ein Minus rechts oben oder gar ein Kleinbuchstabe C für den Moll-Akkord. Man muss sie alle kennen, weil jedes Buch das anders handhabt. Also C-Moll wäre C, S und G. Grundton, kleine Terz, Quinte. Dann gibt es als nächstes auch noch den verminderten Dreiklang. Vermindert bedeutet, die Quinte ist einen Halbton tiefer gemacht. Also wir hätten nicht C, S, G wie beim Moll, sondern C, S und Gess. Auch hier gibt es verschiedene Schreibweisen. C, großes C, kleine 0, liest man oft. Oder großes C und die Buchstaben D, I, M rechts oben. D, I, M steht für diminished. Das ist das englische Wort für vermindert. Manchmal auch ferm abgekürzt. Dann ist es natürlich ganz klar. Also meistens aber C, 0 oder C, dim für den verminderten Dreiklang C, S, Gess. Dann gibt es noch den übermäßigen Dreiklang. Der besteht aus Grundton, Terz und übermäßiger Quinte, also nicht C, E, G wie bei Dur, sondern C, E, Gis. Für den übermäßigen Dreiklang sind die Akkordsymbole Plus üblich, also C, Plus oder C, Aug, A, U, G, das steht für Augmented, das englische Wort für übermäßig. Dann gibt es den Dreiklang mit Quartvorhalt, auch Sus-Akkord genannt. Zu den Sus-Akkorden habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht, das ich hier an dieser Stelle auch nochmal verlinke. C-Sus wäre C, F und G. Also das E, der mittlere Akkordton, wird nochmal einen Halbton höher gemacht. Zu F, klingt also so. Und für diesen Akkord gibt es das Symbol C, Sus 4 oder C, Sus ohne 4. Das ist wichtig zu wissen, es gibt gleich noch einen anderen Sus-Akkord, aber Sus ist gleich Sus 4. Suspended, da ist was verschoben im Akkord. Dann gibt es den Dreiklang mit Sekundvorhalt. Das heißt, wir haben im Dreiklang den Grundton, die große Sekunde und die Quinte wäre von C, C, D und G. Diesen Akkord nennt man auch Sus 2-Akkord. Entsprechend bekommt er im Akkordsymbol Großbuchstaben C und dann klein Sus 2.
Bevor wir gleich zu den vier Klängen kommen, noch ein Hinweis: Wenn du mehr zur ganzen Harmonik und zu den Akkorden auf der Gitarre jetzt wissen möchtest, also wie man die interessant und gut klingend auf die Gitarre übertragen kann, diese ganzen Akkorde, dann empfehle ich dir auch meinen Kurs Jazz-Akkorde für Gitarre. Da geht es mehr um die praktische Seite, also verschiedenste grifftechnische Konzepte, wie man damit in der Praxis begleiten kann mit diesen Akkorden, wie man die alle unter einen Hut kriegt. Auch nicht nur die vier Klänge, sondern dann auch fünf Klänge und sechs Klänge. Schau es dir einfach mal an. Jazz-Akkorde für Gitarre heißt der Kurs. Ich werde es hier nochmal verlinken. Der häufigste Vierklang, der uns begegnet, ist der sogenannte Dominant-Sept-Akkord. Das wäre bei unserer Beispiel-Tonart C7. Das wären die Töne C, E, G und B. Das erniedrigte B oder auch B-Flat. Und der ist auch einheitlich bezeichnet, immer als C7. Großes C, kleine 7. Weniger einheitlich ist es wieder beim Septakkord mit großer Septime oder auch großer Septakkord genannt. Dieser Vierklang besteht aus den Tönen C, E, G und H oder das B ohne B-Zeichen international. Wäre also so. Für diesen Akkord gibt es das Symbol MAJ7 für Major 7. Major heißt immer groß, großes Intervall, große Septime. C Major 7, MAJ. Manchmal auch nur CJ7 abgekürzt. Oder gerade im Jazz ist es auch üblich C kleines Dreieck 7. Heißt auch Major 7. Natürlich gibt es auch den Moll 7 Akkord. Also in unserem Beispiel C S G B Flat. Bei Moll 7 ist es wie schon beim Moll 3 Klang. Also hierfür wäre die einfachste Schreibweise C M7 oder wieder C minus 7 oder wieder kleiner Buchstabe C und kleine 7 rechts oben. Dann gibt es den Moll-Sept-Akkord mit großer Septime auch noch. Den nennt man auch Moll-Major-7-Akkord. Also in C wäre das C, S, G und B, also oder H. Sehr interessanter Akkord. Den schreibt man C, M, M, A, J, 7 oder C, M, Dreieck, 7 oder wiederum kleines C und M, A, J, 7. Der nächste Akkord ist der halbverminderte Vierklang. Halbvermindert bedeutet, wenn wir es nochmal vom normalen Moll 7 ableiten, da ist die Quinte vermindert. Also wir hätten Grundton Mollterz, also kleine Terz, verminderte Quinte, kleine Septime. Das wäre also C, S, Ges, B. Der halbverminderte Akkord wird auch alternativ als Moll 7 B5 Akkord bezeichnet. Da kommt also klar zum Ausdruck, was wir gemacht haben. Wir haben vom Moll 7 Akkord ausgehend die Quinte einen Halbton tiefer gemacht. Halbvermindert und Moll 7 B5 ist derselbe Akkordtyp. Akkordsymbol M7 B5 oder eine Null oder ein kleiner Kreis ist das mit einem diagonalen Strich durch. Die Null ist das verminderte Symbol. Mit dem Strich durch ist es halbiert, halbvermindert. So habe ich mir das jedenfalls eingeprägt. Dann gibt es neben dem halbverminderten Akkord natürlich auch den vollverminderten Vierklang oder einfach verminderten Vierklang. Der Unterschied ist, dass im Gegensatz zum halbverminderten beim vollverminderten Akkord auch die Septime vermindert ist. Also nochmal ganz langsam. Wir haben Grundton, kleine Terz, verminderte Quinte. Im halbverminderten Akkord hatten wir jetzt die kleine Septime. Im vollverminderten haben wir die verminderte Septime. Ist dasselbe wie die große Sechste. Also wäre das C, S, Ges und A. Das wäre der vollverminderte Vierklang. Der erhält das Akkordsymbol DEM, DIM 7 oder 07. Der übermäßige Septakkord besteht aus Grundton, großer Terz, übermäßiger Quinte und großer Septime. Wäre bei uns C, E,
und H International B. Der wird bezeichnet als C plus Major 7 oder C AUG Dreieck oder eine andere Kombination. Also es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, wie das bezeichnet sein kann. Aber wenn du die Möglichkeiten gelernt hast, die jetzt hier auf der Übersicht stehen, dann kannst du es dir eigentlich immer zusammenreimen, was gemeint ist. Natürlich gibt es auch noch den Septakkord mit Quartvorhalt, mit anderen Worten den 7-Sus-Akkord. Also C7-Sus ist ganz einfach ein C7, bei dem man die große Terz durch die Quarte ersetzt hat. Wäre also C, F, G, B oder C7-Sus4. Dementsprechend gibt es natürlich auch den Septakkord mit Sekundvorhalt, also C, D, G und B. Der kommt aber wesentlich seltener vor, nur der Vollständigkeit halber. C7-Sus2. Kommt schon langsam zum Ende der wichtigsten Akkorde. Es gibt immer noch viel mehr, aber ich will es mal beschränken auf die wichtigsten Akkorde. Der Dur-Sechster-Akkord ist also der C-Dur-Dreiklang und die große Sechste kommt dazu. Das wäre C, E, G und A. Der ist wieder ganz klar bezeichnet, einfach als C6. Der letzte Akkord, den ich dir zeige heute, ist der Moll-Sechst-Akkord. Also C-Moll-Dreiklang und auch die große Sechste kommt dazu. C, S, G, A. Hier gibt es natürlich wieder die üblichen Varianten der Moll-Akkorde mit Minus, mit kleinen Buchstaben oder einfach mit M6. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen im Akkordsymbol-Dschungel. Ich werde immer wieder nach einzelnen Akkordsymbolen gefragt, was sie denn bedeuten. Am besten druckst du dir die Liste mal aus. Wie gesagt, der Link befindet sich in der Beschreibung. Hängst dir mal auf und lernst einfach mal auswendig. Dann bist du relativ sicher und kannst überall mitspielen. Wie gesagt, gut klingende Voicings für diese ganzen Akkorde und besser noch Akkordsysteme, wie man es auf die Gitarre überträgt, zeige ich in meinem Kurs Jazz-Akkorde für Gitarre. Schau dir einfach mal die Infoseite dazu an. Vielleicht ist das ja für dich interessant. Wenn dir das Video was gebracht hat, freue ich mich über den Daumen nach oben. Vielen Dank dafür und bis bald.